Moin Leute und willkommen hier auf MovieCheck. Mein Name ist Ali vom Kanal Blu-ray Neuheiten und ihr seht jetzt die neuen News Time. Viel Spaß! Wie er gesagt hat. Hey Leute, mögt ihr Thriller? Wenn ja, habe ich vielleicht hier den heißesten Tipp des Jahres für euch. Regression. Sollte man sich merken. In Regression geht es um Detective Gary Kenner, der von einer jungen Frau aufgesucht wird, namens Angela, die ihren eigenen Vater beschuldigt. Ja, was eigentlich? Eines unaussprechlichen Verbrechens, so steht es in der offiziellen Inhaltsangabe des Filmes. Ich schätze mal, dass es hier sich um sexuellen Missbrauch handelt. So, und der Vater, direkt mit diesen Vorwürfen konfrontiert, gesteht und bekennt sich schuldig. Das findet Gary Kenner, der Detective, wiederum merkwürdig und holt sich einen renommierten Psychologen hinzu, welcher in den Erinnerungen von Angelas Vater nach der Wahrheit suchen soll. Klingt ein wenig nach Gone Girl. Ich bin aber gespannt. Der Trailer, der bereits gestern veröffentlicht wurde, macht mir auf jeden Fall schon richtig Laune und macht auch mich neugierig, wie der Film sich weiterentwickelt. Dementsprechend behaltet euch den auf dem Schirm. Sobald der deutsche Trailer raus ist, werde ich euch natürlich auch direkt mit einem Trailer-Check versorgen. Und damit geht's weiter zur nächsten News. An alle Freunde von der Serie Akte X da draußen. Das erste Setbild zur neuen Mini-Staffel ist draußen und wir sehen einen David Duchovny in der Rolle von Agent Mulder, der ein bisschen heruntergekommen ausschaut, und eine elegant gekleidete Gillian Anderson als Agent Scully. Ich bin sowas von heiß auf diese Serie, weil ich die Serie schon, seitdem ich sie begonnen habe in den 96ern zu gucken, einfach nur vermisse. Das war eine Serie, die war einfach verdammt geil und ich freue mich, dass es endlich weitergeht und bin auch schon verdammt gespannt. Lieber hätte ich mir noch einen Kinofilm gewünscht, aber was nicht ist, kann ja noch werden, je nachdem wie erfolgreich die Serie wird. Wie findet ihr Akte X? Schreibt's mir mal bitte in die Kommentare, weil diese Serie ist wirklich der Hammer. Anlässlich der NBA Finals in Amerika wurde ein neuer Spot zu Spectre veröffentlicht und verdammt, der bietet Action satt. Den Link zum Spot findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hey, freut ihr euch auch schon auf den Film, so wie ich? Ah! Das war die News Time von heute. Ich hoffe, sie war informativ und hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn nicht, lasst es bleiben. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, um weiterhin auch up-to-date zu bleiben. Danke übrigens auch an Ali vom Blu-ray Neuheiten, dass er das Intro aufgenommen hat. Wir werden, denke ich, in den nächsten Wochen noch viel öfter miteinander kooperieren, als es ohnehin schon der Fall war. Schaut auf jeden Fall auch bei ihm vorbei. Seine Unboxings sind die einzigen Unboxings hier auf YouTube, die sogar ich mir angucke. Und das will was heißen. Und ihr wisst auch schon, mit welchem Satz ich mich jetzt verabschieden werde, oder? Genau. Nicht vergessen, Freunde. Filme sind einfach geil.